So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und weiter geht's mit dem Adventskalender. Mann, bin ich heute müde, du. Adi, was sagst du? Guckt euch den an. Adi. Chili. Chili. Wir fangen erstmal wieder an mit. So. Mit dem Adi seinem Adventskalender. Da holen wir uns jetzt wieder hier das. Dann weiß ich überhaupt gar nicht, welches Türchen wir brauchen. Ich glaube die Nummer 7. Ah. Wir machen also mal die Nummer 7 auf vom Adi seinem Adventskalender. Zack. Und guckt euch das an schon wieder. Da sind schon wieder nur 3-4 kleine Krümel drin. Siehst du das? Adi, du musst mit der Nase in die Tür. Und dann kannst du hier das naschen. Okay. Wir tun das einfach mal wieder hier ins Waschbecken rein. Die restlichen. So, da kann er dann hin. Kann sich was rausmopsen und kann den Rest noch naschen. Wunderbar. Also manchmal isst er das aus der Hand, aber immer bei diesem komischen Teil nimmt er die mit und trägt die durch die Gegend. Wir machen aber weiter mit dem Bier-Adventskalender und da brauchen wir heute die Nummer 7, glaube ich. Das heißt, wir machen die Nummer 7 auf. Da haben wir heute einen wunderschönen, oh mein Gott, das sieht jetzt schon wieder so deprimierend aus. Da haben wir heute ein Flötzinger Bräu. Was? Rosenheim. Flötzinger Bräu Rosenheim. Also wenigstens nicht so ein makabrer Deckel wie beim letzten Mal. Ist wenigstens hier noch so ein Wappen drauf. Schöne Schnörkelschrift. Sieht erstmal ein bisschen nach was aus, aber dann kommst du wieder zum Etikett und bist sofort wieder deprimiert, weil das schon wieder einfach nur so ein dunkler Flötzchen ist. Also ich verstehe es nicht, obwohl ich sagen muss, das ist dunkel mit Stil. Denn hier steht erstmal Zwickel. Zwickel 1543. Das ist schön gemacht mit so einer Banderole, ne? Wenn ihr das Wort kennt. Und diese Farben sind alle sehr dunkel gehalten, aber irgendwie stimmig miteinander. Und hier habt ihr auch nochmal dieses Wappen, dieses Flötzinger. Heißt es überhaupt Flötzinger? Flötzinger, echt naturtrüb, handgemacht, Banderole mit Zwickel. Im Hintergrund hier dieses Fass, hier diese Hopfen-Sachen. Und auch wenn ich eigentlich so dunkle Etiketten gar nicht mag, muss ich sagen, macht das einen richtig guten Eindruck. Naturtrübes Vollbier mit 5,1%, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516, das beliebte Flötzinger Zwickel. Den Rest wollen wir aber nicht vorlesen, sondern einfach denken, wir probieren das jetzt mal. Und für das Etikett, weil es ist nicht zu überladen, ja. Es ist nicht zu überladen, es ist nicht zu bunt, es ist nicht zu trist. Für mich hat das Stil. Es ist dunkel gehalten, aber mit Stil. Das Motiv gefällt mir trotzdem irgendwie. Ich würde für das Etikett sogar 4 von 5 Punkten geben. Das überzeugt mich komischerweise, was es ja sonst nicht macht, wenn es dunkel ist. Wir machen es aber auf. 4 von 5, also fürs Etikett. So, dann geht es natürlich an die Farbe und den Schaum. Und wenn das dunkles Bier ist, dann hat das hoffentlich wieder eine richtig kräftige Note beim Einschenken. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, das ist nicht zu wässrig, nicht zu hell. Okay. Ich sehe schon, die Farbe ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir versuchen wieder alles schön in eins zu bekommen. Ne? Vor allem muss man frühs hier schon Bier trinken, weil man hat ja nachher keine Zeit mehr. Ich streame nämlich dann gleich bis 17 Uhr
Und dann ist es schon wieder dunkel, deswegen muss ich das jetzt frühs aufnehmen. So, hier habt ihr das Bier-Tasting-Glas mit dem Bier. Und leider ist mir die Farbe von dem Bier etwas zu hell, etwas zu durchwaschen. Also das sieht ein bisschen trüb und nicht so präsent aus wie die anderen in den vergangenen Folgen, wo ich genau 5 von 5 gegeben habe. Das leider etwas unscheinbar, hat vielleicht die optimale Bierfarbe, aber mir hat dieses kräftige Bernsteinfarben einfach besser gefallen. Deswegen würde ich sagen, von der Farbe her Mittelmaß. Reicht das für Mittelmaß? Ist es vielleicht sogar nur eine 2 statt eine 3? Ich bin mir echt unsicher. Ich bin da eigentlich sehr kritisch. Eigentlich durch das schöne Etikett hätte ich gerne auch hier viel gegeben, aber kann ich glaube ich nicht. Ich glaube, von der Farbe her reicht mir das nur für eine 2. Auf dem Bildschirm sieht das kräftiger aus, aber wenn ich so gucke, ist das wirklich sehr viel zu hell und viel zu trüb. Also, gut, heißt ja auch naturtrübes Vollbier. Da haben sie sich selbst eingelegt. Die wussten ja nicht, dass sie noch Farbe bewerten, ne? 2 von 5 für die Farbe, wir haben aber noch den Geruch. Geruch riecht ein bisschen säuerlich, ein bisschen süßlich, süß-sauer, wie beim Chinamann, ne? Ist aber kein unangenehmer Geruch, ich würde hier trotzdem eine, ja, beim letzten Mal haben wir glaube ich 5 gegeben, 5 von 5, da kommt es auf jeden Fall nicht ran. Eine 3, eine 4, eine 3, 4, 3, 4, ich weiß es nicht, es ist schwer. Nach was willst du denn urteilen? Es ist so früh am Morgen. Wir geben hier eine stabile, wir geben eine 4 von 5, ja. Es riecht eigentlich doch recht angenehm, also je öfter ich dran rieche, desto besser gefällt es mir. 4 von 5 für den Geruch und jetzt kommt natürlich noch der... Was machst du da mit dem Handtuch? Jetzt kommt natürlich noch der Geschmack, das ist das Wichtigste. Darauf erstmal eine kleine Probe. Okay, ich habe mich umsonst gefreut. Jetzt hätte ich für die Farbe am liebsten 2 Punkte gegeben. Und für habe ich 2 gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt hätte ich es auf jeden Fall in den anderen Kategorien auch schlecht bewerte, denn der Geschmack... Nee, taugt mir leider überhaupt nicht. Das ist so bitter auf der Zunge, so extrem, gleichzeitig irgendwie unscheinbar. Eine wässrige Note ohne vollen Geschmack, der sich aber komplett mit einer bitteren Zusatznote in die Breite zieht. Also, da habe ich andere gehabt, die haben einen vollmundigen Geschmack gehabt. Beim Trinken und beim Absetzen kam dann was hinterher, was gut oder schlecht war. Hier habe ich beim Trinken erst gar kein Gefühl, gar keinen Geschmack. Da fehlt komplett was. Und das, was dann als Nachgeschmack kommt, ist so extrem, aber ins Negative für mich. Viele lieben das ja vielleicht. Also da würde ich beim Geschmack sogar... Ich will nicht... 1 von 5. 1 von 5 bei Geschmack. Das tut mir auf jeden Fall leid. Denn das Etikett hat mich ja überzeugt auf einmal. Das sah ja gut aus. Flötzinger, Zwickel. Ja. Ich muss noch mal einen Schluck probieren. Kann ich leider nichts mit anfangen. 1 von 5 bei Geschmack. Zählt mal zusammen, wie viele Punkte es erreicht hat. Schreibt es mal runter. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out. Vorhaut euer Ramses und euer Adi. Ne? Mal gucken, ob in dem nächsten Türchen mehr drin ist. Das ist so unterschiedlich bei ihm immer. Ja, dann Prost. Ne? Oh, Flötzinger!